So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben es wieder mal geschafft, ne? Die Subjacke ist am Start, das heißt, wir sind wieder hier beim Restaurant Hibu House, denn es ist Montag und wie letzten Montag, ganz traditionell habe ich gesagt, die haben neu aufgemacht, wir werden hierher gehen jetzt, jeden Montag werden da jedes Mal einen Sub durchtesten. Da gibt es kalte Subs, warme Subs, beim letzten Mal hatten wir das Salami Sub, halb für 3,50, ganz für 6 Euro, aber Montag ist Sub-Tag, alle großen Subs zum kleinen Preis. Und das fand ich ganz korrekt, dass ihr ein fettes, großes bekommt. Für 3,50 statt 6 Euro, denn das spart ihr wirklich eine Menge. Und das war auch ein richtiger Oschi. Das war so eine heftig große Portion, dass sich das auf jeden Fall gelohnt hat. Wenn ihr euch einen Döner für 4 Euro kauft oder irgendwas, ihr esst den, ihr habt immer noch Hunger. Hier kannst du für 3,50 ein halbes essen. Bist komplett satt und hast noch ein halbes übrig für abends und bist noch satter. Ja? Das müsst ihr euch mal überlegen. Weil wir das Salami getestet haben, kommen wir heute natürlich zum Schinken-Sub. Dann geht es weiter mit Thunfisch, Veggie, Truthahn, dann kommen die warmen Subs, Döner, Schnitzel, Hähnchen, Backfisch. Und ich hoffe, die haben auch noch auf, bis wir beim Backfisch angelangt sind. Ich weiß nicht, wie viel hier los ist. Ich weiß nicht, ob sich das rentiert. Eigentlich müssten wir jetzt genau das nehmen, was wir unbedingt haben wollen. Und das ist das Backfisch-Sub. Aber wir müssen uns theoretisch durchkämpfen von Sub zu Sub. Die Mamuschka ist wieder da. Die hat jetzt diesmal ein Seelachsfilet genommen. Paniertes Seelachsfilet mit Pommes und Salat für 7,50. Wir zeigen euch aber nur das Sub, denn um das Sub geht es. Schinken-Sub beim Restaurant Hibu House. So, wir haben die Sandwiches jetzt bekommen und guckt euch das mal an. Die sind schon wieder einzeln eingepackt. Letztens war das irgendwie eine große Tüte. Jetzt sind das zwei sogar. Da sind jetzt zwei Hälften drin. Wie gesagt, ihr könnt auch ein kleines nehmen. Dann habt ihr hier ein so ein Tütchen. Wenn ihr natürlich ein großes nehmt, habt ihr zwei solche Tütchen. Und ich finde den Preis immer noch unschlagbar. 6 Euro für so ein großes. Kennt man ja vom Subway ungefähr. Aber am Subtag einfach 3,50 für zwei so große Oschis, ja, das ist mehr als ein Döner. Und Döner kostet schon 4,50. Hier 3,50 für so einen Teil. Das Lustige war, der Bino war sogar drin, kam raus, hat gefragt, jo, Alter, was geht ab? War es überhaupt der Bino? War es der Richer? Ich weiß es nicht. Ich kann den nicht auseinanderhalten, Bruder. Der Richer war drin, gell? auf jeden Fall wurde ich gefragt, ob ich noch Jalapenos drauf haben möchte. Da habe ich natürlich gesagt, ja. Ey, das beschäftigt mich jetzt. Wer war das? So, auf jeden Fall war es der Bino, genau. Der Bino war es. War ich doch richtig, der Bino war es. Ob ich noch Jalapenos drauf haben möchte. Und ich habe auch nochmal das Angebot gesehen vom Döner. Bei uns Döner 4,50, im Angebot 4. Ihr spart 50 Cent und dort einfach Döner am Freitag, Dönertag, statt 4,50, 3. Das ist letztens ja schon aufgefallen. Karte gab es auch nochmal dazu. Wir wollen das jetzt hier aufmachen. Das ist also jetzt Schinken. So, beim letzten Mal Salami. Jetzt haben wir Schinken. Ist schön eingepackt in recycelbares Papier. Drehen wir dann auch gleich nochmal um. Das sieht jetzt erstmal so hier aus. Vielleicht ändert sich die Rezeptur und alles im Laufe der Zeit nochmal. Denn das ist anderer Käse als beim Salami. Jetzt weiß ich nicht, ist da immer anderer Käse drauf? Also ist bei Schinken anderer Käse drauf als bei Salami? Oder wechseln die vielleicht und probieren mal durch, was dazu passt. Das ist ja noch relativ neu. Ihr seht hier auf jeden Fall viel, da ist auch Gurke drauf, da sind Tomaten drauf. Da ist der Schinken, dazwischen sehe ich Zwiebelringe, ich sehe da Jalapenos dabei. Es ist auf jeden Fall nicht trocken. Das Brötchen wirkt auch nicht so extrem fett und fluffig wie beim letzten Mal, weil beim letzten Mal war es halt wirklich relativ viel Brötchen. Jetzt fliegt hier einfach alles weg. Keine Sorge, das hebe ich dann natürlich auf. Relativ viel Brötchen, was mir ein bisschen dann zu trocken war auf Dauer. Ich habe mir dann selbst immer was dran gemacht, Samba Oleg oder irgendwas habe ich mir dann drauf geknallt. Jetzt sieht das hier viel saftiger aus und nicht so fluffig, so extrem fluffig vom Brötchen. Ey, das sieht trotzdem herrlich aus für den Preis, wir müssen reinbeißen.
Ich glaube, der Käse ist einfach beste. Letztes Mal, das war glaube ich trotzdem normaler Käse. Der ist richtig schön orange, der ist schön kräftig vom Geschmack. Der passt einfach wie die Faust aufs Auge. Beim Salami hatte ich wirklich den Eindruck, das ist im Prinzip vom, wie beim Bäcker, so kleine frisch belegte Bäckerbrötchen. Das schmeckt nicht nach Bäckerbrötchen, das schmeckt einfach viel fetter. Das ist eine ganz andere Liga. Jetzt bin ich gespannt, eigentlich müsste ich nochmal Salami nehmen. Einfach nur zum Gucken, ob Salami jetzt vielleicht auch anders gemacht wird oder ob der Unterschied zwischen einem Salami und einem Schinken einfach so heftig ist. Ich denke mal, die sind immer noch ein bisschen am Rumexperimentieren. Und wenn ihr nächste Woche einen Schinken nehmen würdet, dann sehe das wieder etwas anders aus und vielleicht noch was dabei oder noch was dazu. Schmeckt auf jeden Fall, hat Biss. Und obwohl es ein kaltes Sub ist, wirkt das gar nicht kalt. Ich weiß nicht, haben die den Käse? Der Käse sieht ja auch so aus, als wäre er irgendwie warm gewesen. Und dann so halb drauf gebacken. Das Brötchen ist auch richtig schön knusprig. Was wird es erst werden, wenn ihr zu den warmen Subs kommt, zu dem Backfisch-Sub? Aber ich glaube, ich drehe durch. Da muss ich dann gleich 10 Stück mitnehmen und eine Ess-Challenge draus machen. Ich bin begeistert auf jeden Fall, auch die Jalapenos gefallen mir sehr gut, wurde extra nochmal nachgefragt. Das heißt, nächsten Montag geht es weiter. Ich glaube, nächste Woche Montag ist Thunfisch dran. Thunfisch-Sapp, also richtig gesund, danach käme Veggie. Und ich bin gespannt, wo uns das noch hinführt. Ich hoffe, die halten sich. Ne? Ihr kennt das, wenn was neu aufmacht. Wenn das nicht viele Leute kennen, dann nicht viele Leute hingehen, ist das schneller wieder vorbei. Aber ich hoffe, das bleibt. Ich muss die Burger noch alle testen. Ich muss die Menüs testen. Ich will den Döner im Angebot, muss ich mir auch mal reinziehen. Passt das wirklich für 3 Euro? Ist das ganz normal? Das wäre übelst nice. Dann wüsstet ihr immer, wann ihr euch Döner holt. Immer Freitag, dann Dönertag. Nicht mehr Donnerstag, Dönertag, sondern Freitag. Ich werde das jetzt noch genießen. Wenn ihr auch sowas jetzt gern hättet, schreibt es mal in die Kommentare. Und Grüße gehen raus. Restaurant Pizza House, Restaurant Hibu House. Was? Ich check gar nichts mehr. Muss mal auf die Karte gucken. Was für eine Werbung. Restaurant Hibu House. Merkt euch das. Also beim letzten Mal war ich danach etwas skeptisch. Aber jetzt, ich merke eine deutliche Steigerung und Verbesserung. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.